Konnichiwa! Bitches, ich hab grad mich fast verschluckt. Das tut mir leid. Genau, letztes Mal haben wir uns in unseren Therapeuten verliebt und jetzt, genau, schauen wir uns Wolf noch ein bisschen... Wolf und Uminska macht's unter sich aus, oder? Gross und Rebers sind weit abgeschlagen. Ja, die Allianz hat zu viel Mist gebaut und das Manifest hatte nie eine Chance. Das Erwachen ist die einzige vernünftige Alternative. Du meinst natürlich die Einheit, nicht das Erwachen. Du hast Erwachen gesagt, meintest aber Einheit. Was? Stimmt's? Ich wähle Wolf. Du machst was? Bist du Chungo-Duper? Der ist ein Faschist und ein Chauvinistenschwein. Und was ist mit Lea Uminska? Die ist so eine Sozi-Zicke, schwach und weich. Unter ihr würden die Deiche brechen und die Neandertaler würden Europa überspülen. Das ist sowas von rassistisch. Die Wahrheit zu sagen ist jetzt rassistisch? Sieh es ein, hier ist kein Platz für noch mehr Immigranten. Wir müssen das neu aufbauen, was Europolis ausmacht. Europa! Mir kommt's vor, als würde ich dich nicht mehr kennen. Tut mir leid, würden Sie bitte... Siehst du, was ich meine? Überall Immigranten. Hey. Ich bin voll integriert, ich arbeite und so, ja? Oh Mann. Politik und so. Ich habe alle gefragt, was das für Türme sind und niemand wusste es. Manche sagen, es seien Antigraf-Einheiten aus der Zeit vor dem Kollaps. Andere meinen, es seien Lüftungsrohre. Okay, hier kommen wir wohl... Hier geht's in alle Richtungen noch ewig lang weiter. Ich glaube, da kommen wir sowieso noch dran vorbei. Nachdem Bingo die Limo-Kriege beherrscht hat, sind sie jetzt so ziemlich die einzige Macht in der Stadt. Und mit Macht meine ich Brause. Brause? Ich glaube, wir sollten Lisa sein Essen bringen. Wenn das wiedererwartender Kuch... Und mir die Hand abbeißen lassen? Keine Chance. Ich warfe meinen Abfall in den Rinnstein, wie jeder normale Mensch. Okay. Was nimm... Halt deine Schnauze! Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin einfach total lätschert jetzt. Tut mir leid. Boah, wie man überall lang kann. Das ist schön, deswegen hat der Ladescreen so lange gedauert. Na, ihr unterhaltet ihr euch auch, oder? Guckt ihr nur doof. Sorry, bin ja schon weg. Gefriergetrocknete Quallenchips, vakuumverpackte rote Beete, kohlensäurehaltiger Tequila, Blutwurstbonbons, gebratener Dörrkohl, gesalzene Taubenstücke? Stücke? Was sind für Stücke? Was? Oh mein Gott, ich will nicht in der Zukunft leben. Ein Füllhorn schmackhafter Snacks. Schmackhaft, klar. Ja. Schmackhaft. Mann, Europa. Mann, Europa. Ja, Abfalleimer. Wobei, angeguckt haben wir noch nicht. Sprechende, rumlaufende Abfalleimer mit Verbrennungsfunktion. Gut, ich habe sie noch nie rumlaufen sehen, aber spät nachts, wenn niemand guckt, tun sie es bestimmt. Ganz sicher. So. Hier unten irgendwo muss doch jetzt... Alter, das sieht so creepy aus. Was stimmt denn nicht mit dir? Was ist das überhaupt für ein Apparat, was sie da trägt? Da habe ich ja vorhin schon eine gesehen. Ja, geheimnisvoller Turm. So, hier muss jetzt also irgendwo in die Arbeit, also das Büro von Risa sein. Ich laufe gerade mal dahinter, weil ich mir irgendwie denke, dass... Was ist denn da los? Sie sind fix und fertig, können sich kaum kosten. Okay. Over and over, all day long, I'm a singer-songwriter, songs. This life is heavy. But the sky is strong. If I were to write you a song,
Would you care to sing along? Oh, oh, Samantha. Ach, Musik in Spielen ist immer voll schön. Aber eigentlich wollte ich nur erst mal gucken. Ich weiß nicht, ob man den Verkauf von Dream Machines ganz einstellen sollte. Aber mehr und mehr Leute werden süchtig danach. Man muss etwas unternehmen. Kann ich irgendwas tun? Ey, Mann, verpiss dich. Ich scheiße auf die Realität, ey. Ich brauch sie nicht, ey. Ich hab alles, was ich brauche hier in der Dreamtime. Ich fürchte, es könnte bereits gefährlich sein, die Verbindung zur Dream Machine zu unterbrechen. Wahrscheinlich würde ich noch verprügelt, nur weil ich zu helfen versuche. Ja. Lass mal liegen. Bringt ja alles nichts. Ihr da? Das Ei. Sorgt für die Sicherheit in Propast oder, du weißt schon, für die ständige Überwachung. Hm. Da, Sushi. Und das da? Ich kann hier gerne klingeln, aber warum? Jetzt kann ich nicht mehr klingeln. Was ist denn da los? Hallo? Hallo? Spiel? Klingel. Wen besuche ich da? Niemanden. Weiß ich nicht. Den besuche ich. Oh, wow. Okay, hier wird es irgendwie ein bisschen... ekliger. Aber wo ist denn jetzt verdammt nochmal? Greenboy ist hier, damit du dich in Propast zurechtfindest. Eine interaktive Touristenkarte von Propast. Super nützlich. Vielleicht sollte ich mal... Ich sehne mich danach, dir zu zeigen, wo es lang geht. Risas Büro liegt unten am Pristavice, dem alten Flusshafen, direkt hinter der Kollaps-Gedenkstätte. Ah, ja. Zeig mir bitte den Pristavice. Das Pamatnik-Kollaps? Du planst einen Ausflug zum Fluss? Alles klar, Cowgirl. Hier kommt der Hafen von Propast. Hey, hast du dich verirrt? Kein Problem. Ich kann dich an jeden Ort in Propast dirigieren. Das ist voll lustig. Also scheint ja direkt hier zu sein, oder? Hm. Wisst ihr, sie bekommt ja viel mehr da. Aber ich sehe da nichts. Ah, hier. Das ist das Logo der Hand That Feeds. Praktischerweise deutet das in Richtung des Eingangs. Ja, das ist jetzt die Ha... Ich hoffe mal, das ist hier. Da vielleicht. Haben wir hier noch was? Noch ein Junkie. Oh, weia. Gehen wir da mal rein. Schauen wir mal. Wie Risa aussieht in Next-Gen-Grafik quasi. Okay. Steht da. George Orwell. Boah, ist das cool. Das hat was. Das ist voll. Ah. Da ist Risa. Das ist jetzt so dein Büro oder was? Das ist irgendwie... Irgendwie finde ich das befremdlich. Mein Freund, der hart daran arbeitet, die Welt zu retten. Mit einer Geschichte nach der anderen. Ja, doch. Ist okay. Hey, du! Wie geht's? Na? Stürzt du Regierungen und deckst Konzernverschwörungen auf? Ach, tagtäglich. Wie war, du weißt schon was? Die Therapiesitzung? Hat gesessen, schätze ich. Schätzt du? Ich wünschte, wir würden uns das mit der Psychotherapie für später aufsparen. Aber ich weiß, dass er es gut meint. Ich weiß, dass er es gut meint, aber ich bin nicht in der Stimmung für noch mehr Psychotherapie. Ja, red mal halt drüber. Ich wünschte... Dr. Roman ist wirklich gut. Es ist nur... Ich weiß nicht, ob es was hilft. Ich erinnere mich an nichts. Aber es wird leichter.
Leichter? Klar. Und früher oder später werde ich mich erinnern. An manches. Alles. Also, du arbeitest. Woran gerade? An mehreren Dingen. Vor allem diese brutalen Einsätze. Es kursiert jede Menge Zeug darüber, dass Syndikat würde Teile der Metro schließen, Identitätskontrollen ausweiten, bei Newsfeeds Razzien veranstalten. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Und das liebst du? Das würde ich nicht sagen, aber es ist aufregend. Wir können etwas bewirken. Sully bereitet schon die Gerichtsklagen vor. Was? Ich kann das so schnell gar nicht... Verklagen Sie wegen emotionaler Traumatisierung, unrechtmäßigem Eingriff? Er freut sich drauf. Bist du auf dem Weg zum Laden? Willst du mich schon loswerden? Das ist schwer. Ich bringe dir das Mittagessen. Käsesuppe, wie üblich. Ich verzeihe dir. Du kannst bleiben, aber wir können nicht reden. Ich muss die Story fertig kriegen. Über die brutalen Einsätze? Nein, den neuen Softdrink Bingo Dreamer. Anscheinend haben sie bei der IBL-Freigabe im Schnellverfahren ein paar Stufen übersprungen. So. Manche Kunden meinten, den Bingo-Dingo zu sehen, nachdem sie eine Dose getrunken hatten. Wir schaffen es vermutlich, dass das Zeug aus den Automaten verschwindet. Das ist mein Freund. Er reißt heldenhaft Brause aus den Regalen. Ich bin ein moderner Gilgamesch und rette die Welt vor halluzinogenem Zuckerwasser. Danke fürs Essen. Das war lieb von dir. Ich schätze, ich mache dann das Abendessen. Du schätzt richtig, Siomal. Ach, ich werde spät nach Hause kommen. Ich mache Wahlkampf. Irgendwelche besonderen Wünsche? Nichts Schweres. Sind die Membranen repariert worden? Ich habe im Gebäudenetz angefragt, aber keine Antwort. Sei bereit für das Schlimmste. Ich kann nicht glauben, dass wir in einer Wohnung ohne Klimaanlage leben. Sobald ich mehr verdiene, ziehen wir aus. Ich will Propas nicht verlassen. Nein, die Gegend gefällt mir. Aber ein modernes Gebäude wäre schön. Nichts mehr mit strahlend wohnen im Sonnenscheinplaza von Original Consumer Goods. Sei's drum. Hier, das Mittagessen. Ich muss weg. Viel Spaß im Laden. Grüßt du mir bitte die Spinnerin? Mira. Komm schon, sie ist keine... Naja, doch, ist sie. Mira ist eine Spinnerin. Daran führt kein Weg vorbei. Okay. Aber das mit dem Mal wird's gesprochen, mal steht's nur als Text. Das ist schräg. Ich glaube, das habe ich gelesen. Das hatten sie, ich habe ja erzählt, die hatten das ja eigentlich den Release für 20 Uhr geplant und letztendlich kam es dann um Mitternacht, weil sie halt noch ein paar Bugs gefunden haben, die sie noch beseitigen wollten. Und das war einer der Bugs, den sie beschrieben haben, glaube ich. Habt ihr super gefixt, muss ich mal sagen, Redfett. Ich bin ganz hin und weg. Da steht immer noch nichts Neues drin, obwohl das... So, ich schaue mich hier noch um, wenn ich schon mal da bin. Miau. Hallo, Sully? Kenn ich? Stimmt, Sully, das... Risa hat in Sully einen tollen Freund und einen genialen Redakteur. Und ich hätte ohne seine Schulter zum Ausholen keinen Monat durchgestanden. Sully ist der Beste. Oh, der sieht aber... Oh. Ja, mit dem will ich reden jetzt. Wenn das nicht mein verrücktes Lieblingsfeentraumgirl ist. Sully ist echt süß. Ich weiß, dass er mich mag. Und er hat immer so eine fluffig-freundliche Art. Ich liebe ihn. Sully stellt mich gern auf die Probe. Er weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Aber ich gebe ihm ordentlich raus. Ist das alles, was du siehst? Ein wandelndes Klischee? Och, das tut weh, Mann. Ich sehe eine potenziell sehr furchteinflößende Person. Ich bin ein furchteinflößendes, verrücktes Feentraumgirl? Was soll ich sagen? Du sprengst Klischees. Ja klar, du mich auch. Siehst übrigens furchtbar aus. Was war denn? Eine Hochzeit. Endlich. Wer ist die Glückliche? Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Mach Schluss mit dem Versager, den du Freund nennst. Und lass uns den nächsten Zug nach Kopenhagen nehmen. Ich versuche ihn mit meiner Kochkunst langsam zu vergiften. Kann noch ein paar Monate dauern. Wie war die Hochzeit? Furchtbar. Mir geht's beschissen. Eine polnische Hochzeit.
Mit unbegrenztem Nachschub an polnischem Wodka. Das klingt wirklich furchtbar. Ich vermute, du warst noch nie auf einer polnischen Hochzeit. Es war fantastisch. Eine Katastrophe. Es hatte alles Gute und Schlechte auf einmal. Und kaum hatten Braut und Bräutigam aufgehört, einander anzuschreien, wurde es unglaublich romantisch. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich geheult habe. Wie war Triest? Echt gut. Ich meine, es ist Triest, nicht die Goldküste. Aber es war schön, mal aus der Stadt rauszukommen. Wusstest du, dass es da oben tatsächlich eine Sonne gibt? Urbane Legende. Die Sonne ist eine Lüge, daran glaube ich keine Sekunde. Außerdem würde meine Haut vermutlich zu Asche zerfallen, wenn sie UV-Strahlung ausgesetzt wäre. Man merkt, du kommst aus Propast, Sally. Konstantinopel. Aber dicht dran. Eine Insulanerin hat von der Geografie Europas natürlich keine Ahnung. In Indien geboren, mein halbes Leben in Afrika verbracht. Wer behält da noch den Überblick? Ich sag nur, wer wie eine Insulanerin redet und hinter Insulanermauern wohnt, muss mit Vorbehalten gegen Insulaner klarkommen. Alle reden heute von den brutalen Einsätzen. Wenn jemand weiß, was da los ist, dann Sally. Es ist ihm wichtig, immer topaktuell informiert zu sein. Ich würde liebend gern noch mit Sally quatschen, aber dann geht das ewig so weiter und ich sollte mal los, zur Arbeit. Alle reden... Was ist das mit diesen brutalen Ei-Einsätzen, von denen alle ständig reden? Ach, oh Mann, diese Betonköpfe. Das ist total hinterhältig. Ein bisschen hier, ein bisschen da und plötzlich ist Propast ein Bocking Gulag. Aber warum tun sie das? Wer weiß, es ist schließlich das Syndikat. Sowas Banales wie Gründe brauchen die nicht. Die wollen die Leute von der Straße weghaben, angedockt an ihre Dream Machines. Glaubst du, das hat was damit zu tun? Ja, nein, vielleicht. Kohle regiert die Welt. Und mit den Dream Machines hat man eine Lizenz, welche zu drucken. Es wäre naiv anzunehmen, dass da keine Verbindung besteht. Die Wattikorp hat großen Einfluss auf das Syndikat. Aber wir werden es sicher rausfinden. Wenn dein Süßer die Sache mit dem geisterhaften Bingo-Dingo untersucht hat, wird er drauf angesetzt. Diese Story wird viele Leute sehr wütend machen. Und das wird Sally sehr, sehr glücklich machen. Machen Sie dir dann nicht einfach den Laden dicht? Pah, das sollen die mal versuchen. Die Zukunft ist auf unserer Seite. Und sobald ich meinen Pulitzer gewonnen habe, schleppe ich dich ab in ein besseres Leben, Baby. Nach Kopenhagen, stimmt's? Nein, nur um uns den Trauschein zu holen. Dann gehen wir nach Overbüke in meine Datscha und leben wie Wilde am Strand. Klingt gut. Ich komme darauf zurück, wenn ich mich um, du weißt schon, wen gekümmert habe. Voldemort? Das habe ich gehört. Welchen Teil? Alle Teile. Na und? Du mampfst mein Essen trotzdem, selbst wenn es vergiftet ist. Essen ist Essen. Ich habe euch zwei lang genug abgelenkt. Wann kommst du mal zum Abendessen vorbei, Sally? Wann kocht denn dein Kerl mal wieder? Fies, aber verdient. Besuch uns bald. Vielleicht finden wir sogar ein Dinner-Date für dich. An dich kommt keine Frau heran. Aber ich will nicht wählerisch sein. Mach's gut, Zoe. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ich weiß nicht, der sagt das so oft, das kann er doch nicht ernst meinen eigentlich. Sowas ist verwirrend. Männer, wenn ihr so was macht, dann lasst es, weil arg. Nicht cool. Voll verwirrend. Wow, ist das geil. Wow. Jetzt ist es da, jetzt ist es weg. Jetzt ist es da und wieder weg. So, kennen wir den denn auch? Nö, der hat noch nicht mal einen Namen. Ja, du, ja, ne? Außerdem hat der voll das hässliche Shirt an. Dann gehen wir halt wieder. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt noch nichts vor, oder? Nach Hause gehen, schlafen, ich bin voll müde. Selber mal was essen, ich habe auch Hunger. Oha. Aber... Ich kann jetzt noch mal hier ein bisschen rumdörken. Ich merke auch, wie hier so ein bisschen die Frames einbrechen. Wow. Seht ihr, das meine ich. Das ist bestimmt dieser komische Bug.
ist ihr. Sie bekommt ja viel Mierda ab. Aber Ribas verbiegt sich nicht. Ich glaube, ich wähle diesmal das Manifest. Die ja, Marxisten? Ihr redet wieder über Politik. Ohne Scheiß? Ja, was ist denn die ich Alternative? Ich sollte Konstantin Wolf? Naja, es gibt noch Omins. Ich muss jetzt nämlich leider mal hier den Part beenden, weil schon wieder rum. Ich danke euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich leg mich jetzt schon wieder eine Runde pennen, weil... Vorher esse ich was. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir bis dahin ein bisschen Feedback da und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Macht das bitte bei allen Let's Playern, die ihr guckt, weil das ist wichtig. Das ist ja quasi... Ich meine, wir setzen uns hier hin und investieren mehrere Minuten in die Aufnahme und teilweise dann auch noch in den Schnitt und das Hochladen und in das Thumbnails basteln und Titel ausdenken und scheiß mich tot. Da ist es nicht so viel verlangt, diese 2 Sekündchen zu nehmen und wenigstens auf den Like-Button zu drücken, finde ich. Ist doch ein Deal, oder? Komm. Hat sich noch nie sowas so gelohnt. Für so wenig Aufwand, so viel bekommen. Bis zum nächsten Mal. Dreamfall Chapters rockt! Boah. Was man gar nicht richtig sieht, weil... Mit meinen dicken Monsterhänden. Bis dann. Wir singen.